Boss? Schön, Sie zu sehen, Boss. Ich danke für die Türöffnung, das war sehr freundlich. Guten Tag. Und wieder mal ein Fahrstuhl. Im Schneckentempo, natürlich. Es ist doch immer dasselbe. Wir evakuieren diesen Ort so bald wie möglich. Mischen Sie sich nicht in die Arbeit meiner Leute ein. Neue Info. Die Zivilisten, die wir evakuieren konnten, sind sicher in dem anderen Außenposten angekommen. Das ist definitiv keine Gang mehr. Außerdem, Routinechecks ergaben nichts Neues in Sachen Adjutantenpräsenz. Adjutanten? Von Cerberus erschaffene Kreaturen. Sie löschen die DNA ihrer Opfer und verwandeln sie in neue Adjutanten. Eine Art Waffe auf Reaper-Basis. Ich hab sie schon bekämpft. Ein Albtraum. Als du weg warst, verlor Cerberus die Kontrolle. Die Dinger haben die Gangs vernichtet und dann absolut jeden angegriffen. Hätte Cerberus das nicht eindämmen können, wäre mittlerweile die ganze Station infiziert. Ihre Leute dabei am Leben zu halten, war bestimmt nicht einfach. Freunde von mir wurden zu Monstern. Und ich musste sie töten. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss einen Außenposten verteidigen. Na klar doch. Die Adjutanten haben ihr ziemlich zugesetzt. Weil sie im Gegensatz zu dir ein Gewissen hat und gewisses Mitleid empfindet, wenn Freunde sterben. Ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders, oder? Hier sind noch mehr medizinische Vorräte. Gehört alles Ihnen. Okay, jetzt haben wir wirklich wieder einen Zwischenpunkt erreicht, an dem wir ein bisschen Ruhe haben. Wir können uns erstmal ein bisschen umsehen hier bei den Tailern. Hier wird es bestimmt auch wieder irgendwelche Nebenmissionen geben. Aber vielleicht haben wir ja auch noch ein Terminal, das wir aktivieren können. Wäre zumindest schön. Hab gerade dem Boss Meldung erstattet. Immer noch keine Adjutanten. Den Geistern sei Dank. Hey, Commander. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Oh, kein Ding. Das ist wahrscheinlich der, den wir gerettet haben. Okay, hier ist uns nichts weiter. Schade eigentlich. Dann wohl hier oben. An Kundschafterteam E von Basis 2. Es heißt, Area habe den Angriff auf die Station angeführt und sei jetzt mit an Bord. Der Boss ist unterwegs, um der Sache auf den Grund zu gehen. Versucht, euch aus allem Ärger rauszuhalten, solange sie weg ist, und lasst euch nicht erwischen. Unsere Truppen sind im Moment gebunden, also haben wir nur begrenzte Rettungsoptionen. B2T. Okay, mit Nairine reden wir gleich. Wir schauen erstmal kurz. Aber hier gibt's aber nicht viel zu schauen, wa? Geh mal weg. Nö, drüben werden wir nicht rangelassen, weil ein dicker Kroganer im Weg steht. Na gut, dann müssen wir halt mit Nairine reden. Oder halt... Achso, das ist das Datenpad. Nee, das hatten wir ja schon. Cerberus zieht sich erstmal zurück. Die Späher sollen weiterhin auf den nächsten Angriff achten. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet, Nairine, aber jetzt übernehme ich. Du weißt ja, was mit Leuten passiert, die mir widersprechen. Und wenn ich Nein sage, tötest du mich dann? Meine Leute werden da nicht mitmachen. Ja, sie scheinen ekelhaft loyal zu sein. Wie auch immer, ich kriege, was ich will. Diesmal nicht. Tja. Wir bleiben auf der Seite von Nairine, würde ich sagen, denn die ist weitaus eher charakterlich so eingestimmt, wie wir das auch sind. Keiner von uns schafft diese Sache allein. Zusammenarbeit ist unsere einzige Chance. Mag sein, aber meine Priorität ist die Bevölkerung von Omega. Du übernimmst eine Gang und glaubst, du kannst über Omega entscheiden? Nairine, sieh zu und lerne. Es? Alles in Position. Die gesamte Station ist verbunden. Bevölkerung von Omega, ich bin zurück. Cerberus glaubt, ihr werdet besiegt. Sie glauben, sie hätten euch unter Kontrolle. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Ihr seid die Gesetzlosen der Galaxie.
werdet nicht besiegt. Und niemand kann euch kontrollieren. Seid bereit. Bald könnt ihr euch gegen die Unterdrücker wehren. Gemeinsam erobern wir Omega zurück. Das ist dein Plan? Zivilisten gegen Cerberus einsetzen? Alles ist besser, als wie ein hirnloses Tier im Käfig auf die Schlachtbank zu warten. Ich weiß, was du vorhast, Aria. Und es gefällt mir nicht. Ich muss Zivilisten evakuieren. Darum kümmere ich mich später. Okay, machen wir die Leute abmarschbereit. Los! Was versuchen sie da eigentlich? Versuchen? Das Volk von Omega, mein Volk, kämpft gerne. Wenn es losgeht, werden sie bereit sein. Nirenes Moralkodex verhindert, dass sie zusieht, wenn Zivilisten in Gefahr sind. Das macht sie so berechenbar und damit so leicht zu manipulieren. Cerberus startet eine weitere Offensive. Anscheinend hat nicht nur mir deine kleine Rede missfallen, Aria. Ich habe seine Aufmerksamkeit. Gut. Commander, die Landeplätze gehören Ihnen. Meine Leute und ich halten die Haupttüren. Na klar doch. Also sobald es möglich ist, werden wir ganz sicher nicht Aria unterstützen, sondern lieber Nirene, denn die will die Zivilbevölkerung retten, während Aria sie als Kanonenfutter einsetzen will. Können wir uns denken, auf wessen Seite ich dabei stehen möchte? Die Frage ist, ob es überhaupt so weit kommt, wir werden es sehen. Nirene ist auf jeden Fall schon wieder nicht mehr bei uns mit dabei. Mensch, sie hat uns schon wieder verlassen. Sehr wankelmütiges Mädchen. Okay. Holen wir uns erstmal die Schilde. Und dann rein ins Getümmel. Na, du wirst doch nicht mit Handgranaten werfen. Wer macht denn sowas? Ha? So, hier wäre schon mal Ruhe. Und weiter geht's. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Natürlich kommen wir auch nach Max. Ist doch logisch. So. Bringen wir uns mal wieder hier hinten in Position. Was war das denn? Womit schießt ihr, Leute? Ist ja Wahnsinn. Oh, die Max, die können sich auch einen kompletten Schild aufladen. Ist ja schrecklich. Na komm. Was soll's? Stürzen wir uns mal wieder rein hier. Gut. Ja, kommt. Traut euch. Hm. Zieht nicht so viel ab, habe ich das Gefühl, wa? Systemausfall in Kürze. Gut. Bitte mal ein paar andere Spielkameraden. Das macht keinen Spaß mit denen. Ach, hier ist ja noch einer. Wo kommst du denn her? Ich glaube, es hackt. So, noch mehr. Haben die noch einen Seiteneingang, aus dem die kommen? Gar nicht bemerkt bisher. Fehlfunktion entdeckt. Lass es doch einfach und leg dich hin. Commander Shepard, wir brauchen Ihre Hilfe bei den Haupttüren. Verdammter Mac. Wir sind unterwegs. Okay, hier gibt es ansonsten, glaube ich, auch nichts zum Sammeln, also können wir uns auch direkt wieder auf den Weg machen. Was ist denn los? Schafft es nicht ohne mich? Oh, sieht ganz so aus. Na holla. Was ist denn hier passiert? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber ist auch okay. Dann stürzen wir uns halt wieder direkt rein. Warum nicht? Ja, bitte mal hinter die Barriere gehen, genau. Könnte helfen. So, was haben wir denn hier so an Gegnern? Dieser Panzer da ist nicht bewaffnet, oder? Ich glaube nicht. Also bloß Kleinzeug sozusagen. Wie dieser Sturmschütze. Erbärmlich! Hey, was? Oh! Das war das also. Gut, ich gehe mir in Deckung. Nö, nö, nö. Hab keinen Bock, mich beschießen zu lassen.
Ach, und jetzt ist Nairine wieder da auf einmal. Ist ja interessant. Oh, stimmt, den hatte ich ja auch noch. Das hat gut gepasst. Die Talons werden mitkämpfen. Jemand muss dafür sorgen, dass du unsere Bevölkerung nicht verheizt. Sehen Sie, Shepard? Lassen Sie mich raten. Ich bin berechenbar und darum leicht zu manipulieren. Fast wörtlich zitiert. Sie glaubt, sie trickst sie aus. Das ist nichts Neues. Aber eins ist klar. Meine Leute kommandiere ich. Da gibt's keine Diskussion. Solange sie bereit sind? Oh, sie werden bereit sein. Ich sag mal so, Arya ist genauso leicht zu durchschauen eigentlich, denn ihr Moralkodex ist auch bekannt. Der sehr gering ausgeprägt ist. Die Talons sind das Kanonenfutter. Nun müssen wir nur noch die Kraftfelder ausschalten, um zum Afterlife zu kommen. Wodurch die Zivilisten von Omega freikommen. Cerberus muss 1 Million Brände löschen. Mit einem Schlag arbeiten uns die Bevölkerung und die Talons in die Hände. Sie sollten ihr Bündnis nicht gefährden, noch bevor es überhaupt Form annimmt. Ich habe gelernt, nicht auf Wahrheit und Wohlwollen zu bauen. Vielleicht wäre das jetzt angebracht. Ich sag Ihnen was. Ich denke drüber nach. Und jetzt plane ich an der Steuerkonsole den nächsten Schritt. Viel Spaß. Drängend. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Na klar doch. Die Lage hier wird langsam ein bisschen brenzlig. Harrod kennen wir übrigens müssen noch. Dich herbringen, und zwar aus dem zweiten Teil. Ruck? Ruck? Hörst du mich? Verdammt, Ruck. Mach das nicht nochmal. Ich dachte, ich hätte dein Signal verloren. Ja, schon gut. Mach's einfach nicht nochmal. So, ne, Harrod kennen wir noch aus dem zweiten Teil. Und zwar war das der Elkor, der damals den Markt beherrscht hatte. Und wir hatten dem Quarianer, der damals darunter gelitten hat, dann geholfen, indem wir Harrod eingeschüchtert haben. So. Nur die Ruhe, alles im Griff. Ach, wir können ja auch hier mal reinschauen, klar. Gibt's denn hier irgendwas? Na, so viel gibt's ja nicht bei ihm. Nix, was ich jetzt unbedingt brauchen würde zumindest, oder? Haben wir hier? Nee. Eigentlich nicht. Brauchen wir alles nicht. Aber zumindest können wir jetzt auch zugreifen auf das ganze System. Bevor ich jetzt mit Harrod rede, will ich erstmal ganz kurz schauen. Haben wir hier irgendwas erledigt? Ich glaube nicht, ne? Diese Tür ist abgeriegelt. Na klar doch. Ich glaube, wir haben weder... Also für den haben wir ja gar nichts gefunden. Was mich ein bisschen ärgert. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit? Aber ich glaube, die Terminals waren auch nicht genug, oder? Oh nein! Ruck, du musst zurück. Du bist mitten in einem Bereich, den Cerberus kontrolliert. Schlecht. Ruck? Antworte bitte. Na los! Ruck? Schatz, bitte antworte mir. Ruck? Oh. Das ging, glaube ich, nicht so gut. Okay, wir schauen mal kurz, ob wir vielleicht... Sind bereit zum Aufbruch. Oh doch, wir können mit dir reden. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben es vielleicht doch geschafft. Ich habe den feindlichen Zugang zu kritischen Bereichen blockiert. Der Frontalangriff sollte jetzt weniger gefährlich sein. Heißt das, dass wir die Mission geschafft haben? Könnte sein. Könnte sein. Sie glauben, sie hätten uns hier in der Falle. Da werden sie eine Überraschung erleben. Arya möchte vorher mit Ihnen sprechen, Commander. Na klar doch. So, hier hinten ist immer noch niemand. Na gut, dann werden wir mal schauen, was Harrod denn für ein Problem hat, was er denn von uns will. Da haben wir die zumindest Truppen das mit den... Ihre Einheiten vor. In 5 Minuten kann's losgehen. Ja. Da haben wir zumindest das mit den Terminals geschafft, wenn wir auch keine Sicherung oder was auch immer der wollte gefunden haben. So, was gibt's denn, Harrod? Drängen. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen bei Harrods Emporium, Mensch. Erleichtert. Ich freue mich, dass Arya zurück ist. Das versteckte Hinterzimmer wurde langsam eng. Ihre Patrouille hat mich befreit. Neugierig. Sie kommen mir bekannt vor. Ich hatte bei meinem letzten Besuch bei Ihnen einen Preisnachlass in Ihrem Geschäft. Erkennend? Ja, richtig. Durchtrieben. Ich habe einen Plan für den Ausgleich meiner Verluste durch die Cerberus-Übernahme. Informativ. Der General hat nach der Übernahme Arias Sofa aus dem Afterlife geworfen.
Ich möchte ihre Gunst erlangen, indem ich es ihr zurückbringe. Verlockend. Wenn sie es finden und mir die Koordinaten schicken, soll es ihr Schaden nicht sein. Genau, das ist die seltsame Mission, die ich nie erledigt habe, weil ich nie dieses Sofa gefunden habe. Aber es ist auch so dämlich eigentlich, bei der Rückeroberung von Omega nach einem Sofa zu suchen. Das hat für mich keine Priorität, aber ich halte die Augen auf. Dankbar. Im Erfolgsfall gebe ich Ihnen einen Finderlohn für Ihre Mühen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Na klar doch. Gab aber nichts Besonderes. Okay, vielleicht kommt das mit der Sicherung ja auch später. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, weil wir kommen hier, glaube ich, nicht nochmal vorbei, würde ich denken. Na gut, sprechen wir mal mit Aria, dann haben wir die eine Mission halt schon mal nicht geschafft. Aber vielleicht finden wir ja wenigstens das Sofa, wer weiß. Ich höre es. Ich habe die Energiequelle der Cerberus-Kraftfelder gefunden. Ich verstehe. Shepard, sehen Sie mal. Der General zieht Energie von einem meiner Hauptreaktoren tief im Herzen der Minen von Omega ab. Leider wird der Zugang durch die Kraftfelder selbst abgeschnitten. Nicht ganz. Da ist ein freier Weg durch dieses dunkle Gebiet. Dann nach oben. Mhm. Die Aufbereitungsanlage einer der Minen. Stillgelegt. Nicht durch Kraftfelder blockiert. Wir dringen dort ein. Gehen durch die Mine und nehmen dann diesen Fahrstuhl zur Hintertür des Reaktors. Gutes Auge, Shepard. Dann los. Nicht ohne mich. Aria, meine Patrouille hat sie aufgegriffen. Bitte, so ein Blödsinn. Wir sind jetzt Verbündete. Hat Aria das nicht erzählt? Nareen wurde erwartet, Bray. Zurück auf ihren Posten. Die Talons sind bereit. Aber wenn ich meine Leute ins Getümmel schicke, will ich sicher sein, dass die Kraftfelder endgültig unten sind. Ob's ihnen passt oder nicht, sie haben mich am Hals. Vertraust du mir etwa nicht ganz? Ich vertraue dir überhaupt nicht. Der arme Bray, der will bloß seinen Job machen und kriegt immer eins auf die Glocke dafür, ne? Das ist ein ganz schön armer Kerl, muss ich sagen. Wir ziehen zusammen in den Krieg. Ich sorge für Kooperation. In Ordnung, Commander. Zum Glück sind nicht alle auf dem Machttrip. Warte bei der Krankenstation, Nareen. Wir kommen gleich nach. Shepard, ich muss noch ein paar Befehle erteilen. Ich treffe Sie dann auch dort. Na klar doch. Können wir noch irgendwas mit dir besprechen? Ich kann es schon fühlen, Shepard. Sobald wir das Absaugen am Reaktor beenden, ist der Weg zum General frei. Abgesehen von den Tausenden von Truppen zwischen ihm und uns? Details. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wollen Sie über irgendwas reden? Na klar, wir können noch mal reinschauen, was wir hier haben. Was geschieht, wenn wir die Kraftfelder abschalten? Es kommt zum Aufstand. Chaos bricht aus. Und wir führen die Talons und meine Truppen gnadenlos bis zum Kontrollzentrum des Generals im Afterlife. Ein Blutbad. Ja, wenn die Kraftfelder fallen, bricht hier die Hölle los. Aber meiner Ansicht nach ist nur Petrovsky an dem Blutvergießen schuld. Naja, kann man so sehen, aber du willst es doch genauso sehr. Du nimmst es billigend in Kauf, das Blutbad. Glauben Sie, Nareen ist über das zwischen Ihnen beiden hinweg? Es ist zwar lange her, aber Nareen ist der Typ, der nicht vergisst. Die meisten Leute sind mir egal. Und wenn ich mal keine tödlichen Spuren hinterlasse, dann zumindest dauerhafte. Aber ich will ihr definitiv nichts Böses, solange sie sich mir nicht in den Weg stellt. Vernebelt Ihnen Ihr Hass auf den General den Blick? Er verschafft mir eher klare Sicht. Der Mann hat aus Omega ein Gefängnis und eine Startrampe für Cerberus-Aktionen gemacht. Sie sollten ihn auch hassen. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, ihn in die Finger zu kriegen. Ich habe bloß noch nicht so ganz gecheckt, wofür Cerberus Omega jetzt eigentlich braucht. Denn was haben sie denn eigentlich für taktische Vorteile davon, Omega in Besitz genommen zu haben? Das habe ich nicht kapiert dabei. Ich werde sie nicht länger belästigen. Okay, wenn sie bereit sind, treffe ich sie und Nareen am Ausgang bei der Krankenstation. Na klar doch. So, mit Harrod haben wir schon geredet, das heißt, das fällt flach. Vorräte wurden an die Bodentruppen verteilt. Wunderbar. Haben wir denn vielleicht hier drüben noch einen Gesprächsfetzen, den wir aufschnappen können? Nee, ich glaube, bei ihr hat sich's erledigt. Ihr Gefährte ist offenbar hinüber, das tut mir natürlich sehr leid. Aber lässt sich wohl nicht ändern. Shepard, haben Sie kurz Zeit? Ja, ich wollte sowieso noch mit dir reden.
Ich weiß, es ist wenig Zeit, aber ich wollte mit Ihnen reden. Allein. Arya wird bald hier sein. Es ist vielleicht unsere einzige Chance. Ich will Arya nicht aushebeln. Ich weiß, dass sie skrupellos sein muss. Sie soll ihre Rache haben. Ich tue das nicht für mich oder für Arya oder was wir früher mal hatten. Sondern für das Volk von Omega. Schon klar. Jemand muss ihre Interessen vertreten. Unfassbar mächtige Kräfte werden eine Schlacht führen. Und sie sind mittendrin. Wenn wir die Kraftfelder ausschalten und in den Krieg ziehen, behalten sie hoffentlich die Leute im Hinterkopf. Na klar. Welchen Eindruck haben Sie von Petrovsky? Ein Gegner, der Respekt verdient. Und zwar nicht nur, weil er klug ist. Als ich anfing, die Talons zu organisieren, bot er jedem eine Amnestie an, der seine Waffen niederlegte. Einige meiner Leute ergaben sich. Und er hat sein Wort gehalten. Er folgt einem Kodex. Und zwar, soweit ich das sagen kann, nicht demselben wie der Unbekannte. Ja, klingt für mich so ein bisschen nach, Saladin war ja im Prinzip auch so im zweiten Kreuz, was der zweite? Ich glaube, der zweite Kreuzzug, ne? Hier, 1189 oder wann das war. Der hat ja im Prinzip auch so gehandelt. Der hat auch, Gefangenenaustausche durchgeführt und Amnestien erlassen und so. Also umsichtige Anführer können durchaus Erfolge erzielen. Also wir sehen es ja gerade in so einem Fall, wenn sich dann welche ergeben und das Wort auch wirklich gehalten wird und man eben nicht gewissenlos dann alles niederschnetzelt und sich nicht an sein eigenes Wort hält, dann kriegen das die anderen auch mit und dann kann das durchaus einen positiven Effekt haben. Also es ist nicht immer unbedingt positiv für die eigenen Interessen, wenn man gewissenlos alles verschleudert und alles umbringt, was einem im Weg ist. Sind Ihre Leute bereit zum Kampf? Um die Talons müssen Sie sich nicht sorgen. Sie waren früher Diebe und Schurken, aber jetzt sind Sie loyal bei der Sache. Wir kämpfen für eine bessere Welt. Ich weiß nicht, ob das auch für unsere Asari-Freundin gilt. Nein. Ich nehme an, wir werden es bald wissen. Ich glaube nicht, dass sie für eine bessere Welt kämpft, beziehungsweise nicht für eine bessere Welt für andere, sondern nur für eine bessere Welt für sich. Also eine Welt, in der sie wieder über Omega herrscht. Das ist eigentlich alles, was sie will. Wie sind Sie denn an Arya geraten? Ich war glücklich beim turianischen Militär. Aber als meine biotischen Kräfte kamen, haben meine Vorgesetzten mich versetzt. Eigentlich wurde ich weggesperrt. Ich konnte meinem Volk nicht mehr dienen. Also ging ich weg. Ich habe überall in der Galaxie nach einer neuen Bestimmung gesucht. Und kam dabei hierher? Eher zufällig. Aber plötzlich war da diese wunderschöne, wilde Kreatur, die sich von niemandem verbiegen ließ. Ich gebe zu, ich war verzaubert. Ich wollte, dass ein bisschen davon auf mich abfärbt. Wie nahe standen Sie sich? Die Anziehung war unbestreitbar. Ihre Stärke und meine Unsicherheit ergänzten sich. Vielleicht hat sie das ähnlich empfunden. Aber mit ihr zusammen zu sein, hieß so zu werden wie sie. Nyrene Khandros löste sich auf. Auf mich wirken Sie sehr eigenständig. Ich bin Arya trotzdem dankbar. Durch sie habe ich mich daran erinnert, wer ich bin. Es war nicht einfach, mich zu befreien. Aber ich bereue nichts. Sie sind eine Veteranin. Warum verstören Sie diese Adjutanten so? Für sie ist der Kampf gegen Reaper ein alter Hut. Aber diese... Was sie mit den Leuten machen... Sie könnten noch da sein. Und wenn sie zurückkehren... Ich will gar nicht wissen, was dann mit der Bevölkerung von Omega passiert. Dieses Bild treibt mich an. Sucht mich heim. Was wissen Sie über die Kraftfelder von Cerberus? Die Technologie stammt von jenseits des Omega-4-Portals. Fleisch wird bei Kontakt aufgelöst. Der Energiebedarf muss enorm sein. Ich fürchte, eine Unterbrechung könnte andere Systeme der Station destabilisieren. Hoffentlich gehen wir sorgfältig und überlegt vor. Tja, wir können uns denken, auf die Adjutanten werden wir früher oder später noch stoßen, natürlich. Und die sind zwar von Cerberus geschaffen, aber eben sehr an die Reaper angelehnt. Und ich kann mir schon vorstellen, Leute, die noch nicht gegen die Reaper gekämpft haben, dass das für die, naja, sehr schockierend sein kann. Und wir werden noch sehen, es gibt noch ein anderes Problem mit den Adjutanten, das auch Cerberus hat. Und deswegen sind auch diese Energiesperren ziemlich wichtig. Aber ich will noch nicht zu viel verraten.
Das wird uns noch früh genug begegnen. Besten Dank, Nareen. Wir brechen bald auf. Ich bin bereit. Na gut. Dann wollen wir uns mal ins Getümmel stürzen. Commander? Ja. Und brechen mal auf mit unseren beiden Kameradinnen, wobei ich Nareen eher als Kameradin ansehen würde als Arya, mit ihr ist es mehr bloß ein Zweckbündnis. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, warum wir das eigentlich machen, weil wir die Söldnertruppen von Arya... Was für ein Geknarze. Weil wir die Söldnertruppen von Arya, also Bloodpack, Eclipse und Blue Suns, kriegen für den Kampf gegen die Reaper. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Ansonsten würden wir Arya ja überhaupt nicht helfen eigentlich. Und natürlich, weil wir Cerberus mal wieder ins Bein pissen können. Aber schauen wir mal, was dabei rumkommt. Los geht's.